dem Startwagen einfindet. Und bei 2,9 ist Sebastian Kay der Favorit. Pferde am Auto. Aber ich weiß nicht, warum er am Start noch 10 weitere Meter verschenkt. Meine Güte, es geht auf die Marke zu. Und da kommt Formula One. Und stratzt hier an die Spitze des Feldes, hat das Kommando übernommen. Geht vorbei an Hard Living Global Money, außen in Vorderlinie Traveling Man, aber der bleibt außen hängen. Genau wie Sanity, findet keine Lage, es geht in den Bogen hinein. Formula One mit der Führung. Formula One, und dahinter ist nun nach innen gekommen. Traveling Man, Global Money konnte die Lücke nicht schließen. Orichetti muss in dritter Spur nachsetzen. Greift hier Hard Living an. Dahinter sehen wir Sebastian Kay und dem folgt Raja Mirci. An der Innenkante ist Daniel Redin dabei mit Miss UV. Und am Ende des Feldes sind Deuxième Picsou. Und ganz am Schluss nun Sanity. Orichetti rückt hier außen auf. Geht an die Seite von Formula One. Es geht auf die Schlussrunde. 1000 Meter noch zu traben hier in diesem 11. Rennen in Orjang. Orjangs Stora Sprinterlop. Formula One. Außen Orichetti. An der Innenkante ist es Traveling Man. Die ersten drei, die fünf, die drei, die acht. Und so geht es auf die Überseite. Dann wartet Sebastian Kay da noch in dritter Position außen. Aber jetzt geht er Mitte gegenüber nach außen. Denn irgendwann, da muss er los. Das ist ganz klar. Und Raja Mirci versucht sich dran zu hängen. Vom Ende versuchen es auch Deuxième Picsou und Sanity. Es geht auf Ende gegenüber zu. Und da kommt Sebastian Kay in dritter Spur weiter. Vorne ist Formula One. Formula One mit außen Orichetti. Und außen wird Sebastian Kay immer stärker. Aber Formula One führt das Feld durch den letzten Bogen. Sebastian Kay kommt. Formula One, Sebastian Kay, Orichetti. Fehler von Raja Mirci. Fehler von Deuxième Picsou. Es geht um die letzte Ecke. Und da kommt er, der Favorit, Sebastian Kay. Und er sammelt Formula One ein. Sebastian Kay, der geht vorbei an Formula One. Und gewinnt hier mühelos. Sebastian Kay, jetzt sieht er erst die Watte und er ist wieder da. Sebastian Kay, Formula One und dahinter Orichetti, aber war er je weg? Ich sage mal nein. Also, das war ein Triumph.